Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir starten auf El Haluf im Südwesten. Von dieser Seite ist mein favorisierter Anfangsbusch ein bisschen schwer zu erreichen. Ihr seht schon auf der kleinen Karte, wie ich meine gelbe Linie gerade positioniere. Und das ist auf Gelb Golf 3 zwischen diesen beiden Felsen durch. Da müsst ihr jetzt ganz genau aufpassen und bei der Anfahrt auch etwas mehr vom Gas runtergehen. Ich habe mich da anfänglich schon häufig überschlagen. Dennoch, es ist der schnellste Weg, in diesen Busch reinzukommen, den ich euch gleich zeige. Das Gegnerteam ist durchwachsen. Zwei Artillerien, zwei schwere Panzer, ausreichend Aufklärer, mittlere Panzer und Artillerie. Es ist also alles drin und alles kann passieren. Und ich kann gleich schon vorwegnehmen, trotz dass wir hier perfekt in den Busch reinkommen, das ist er übrigens. Und da kann man super zum Beispiel oben den Lux aufmachen, auf dem Hügel. Ja, trotz dass wir in unseren Busch reinkommen, gibt es hier in diesem Spiel zwei Sachen. Nummer eins ist, mein Team hat nicht wirklich Zielwasser getrunken. Und Nummer zwei ist, es wird gleich etwas hektischer. Dennoch denke ich, für die Anfahrt und jetzt fürs passive Aufklären, konnte ich euch diesen Busch hier mal näher bringen. Ja, Blick auf die Karte. Wir sehen schon, dass hinter mir sich sehr viel Feuerkraft vereint hat, dafür viel zu wenig auf den Hügel Richtung Alpha 1 fährt. Das ist etwas schade. Grundsätzlich haben wir aber den Vorteil, dass der Gegner nicht sofort im Osten runtergestürmt ist, den Hügel, dort wo jetzt unser M5 A1 ist. Das gibt uns ein bisschen Luft zum Atmen. Aber unser Team hält sich immer noch viel zu lange hinter uns oben auf dem Hügelkamm auf. Damit ist auf Alpha 1 der Crusader natürlich verloren. Alleine gegen so viele kann er da nicht antreten. Während der Churchill 1 kann jetzt nur noch verzögern. Ich denke mir jetzt, dass das gegnerische Team seinen Schwerpunkt im Norden hat und versuche jetzt hier mehr aufzuklären durch eher aktivere Aufklärung. Wann immer möglich, versuche ich es passiv zu machen. Ich weiß, Hetzer hat eine sehr geringe Sichtweite. Der T-67 macht mir ein wenig Sorgen und ich sehe vor mir den einen Busch. Versuche dort reinzugehen für die passive Aufklärung auf den T-67. Da ich ihn jetzt aber nicht aufmachen kann, versuche ich erstmal den 4H noch mit aufzumachen. Da ist er. Jetzt kriege ich meine Kanone nicht runter, muss mir eine andere Position suchen. Ich merke, dass mein Team nicht wirkt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der T-67 außerhalb ihrer Reichweite ist. Aber dadurch, dass mein Tarnnetz aktiv ist und ich einen untransparenten Busch zwischen mir und dem T-67 hatte, wage ich es. Mit Erfolg. Mit einem Auge immer auf der Karte, ob der Hetzer oder der 4H aufgeht. Ich versuche zu vermeiden, dass ich einen Tunnelblick bekomme. Gegnerische Team jetzt auf Delta 1, schon stark im Antritt. 4 zu 6, das kann jetzt sehr schnell gehen. Der 4H scheint mich zu verfolgen. Sieht so aus, als wäre er ziemlich sauer auf mich. Gut, dann mache ich erstmal einen passiven Spot hier. Und vielleicht kann ich auch ein bisschen Schaden verursachen. Fadenkreuz wird mir grün dargestellt. Deswegen wähle ich hier keine Goldmunition. Die will ich mir noch ein bisschen aufheben. Warum ich hier Ziele wechsle, hat zwei Gründe. Nummer eins ist, ich will so viele Gegner wie möglich anschießen, damit sie alle erstmal unter Druck geraten und nicht in Ruhe zielen und überlegen können. Wenn man unter Beschuss ist und es braucht, wenn was abprallt, wird man nervös. Da ist wieder der 4H, mich aufpassen muss. Der kann mich mit einem Schuss rausnehmen mit seiner großen Kanone. Auch der T-67 macht mir noch Sorgen. Der zweite Grund, warum ich verschiedene Gegner anschieße, ist, dass wenn ich permanent auf einem drauf bin, kann ich mich erstmal um einen anderen kümmern, sodass der andere denkt, ich habe von ihm abgelassen. Und dann vielleicht wieder einen Fehler begeht, wie er seine Wanne anwinkelt. Ja, T-67 war mir jetzt wichtig. Der hat eine sehr präzise und gute schnellfeuernde Kanone.
Und jetzt denke ich mir, 4H antreten, der sowieso schon sauer auf mich ist, da habe ich nicht so viel Erfolg. Also versuche ich hier meinem Team ein bisschen durch Aufklärung und vielleicht auch durch Feuer zu helfen. Jetzt den 4H vielleicht rauszunehmen, wäre überragend, aber das ist mir zu ungenau. Jetzt habe ich das Problem mit dem Lux. Und auch das Problem mit meinem Fahrer. Das hätte zweimal schief gehen können. Und jetzt hoffe ich, dass er nicht so schnell nachladen kann. Druck aufbauen. Druck aufbauen, Druck aufbauen. Irgendwas hat von hinten geschossen. 4H. Da muss ich jetzt in den Nahkampf rein. Wähle jetzt die Goldmunition und hab das Glück, dass mein Team noch mit drauf war. Haken schlagen. In Querfahrt muss der Gegner vorhalten. Deswegen schlage ich auch ganz gerne mal Haken in Querfahrt. Auf Distanz natürlich, nicht auf Nähe. Das war vermutlich die Artillerie, obwohl man es nicht so genau sagen kann, da der 4H und der Hetzer ebenso eine große Kanone gerade drauf haben. Jetzt habe ich wieder Angst, von hinten angeschossen zu werden. Schau kurz auf die Karte, sehe aber, dass allein mein gelber Kreis, die Darstellung, schon nicht ausreicht, um Hetzer und 4H darzustellen. Das heißt, gehe auch davon aus, dass ich für sie außer Reichweite bin. Jetzt sehe ich, dass sich hier ein Teammitglied endlich mal was wagt, T67, und entscheide mich hier mitzugehen. Denn die Mathilda und der P43, die sind in einer guten Position. Alleine will ich sie da nicht rausschießen. Mein Team scheint keine Anstalten zu machen. T67 wartet auf mich, das ist super. Aber für den 4H sind wir beide nur noch einen Schuss wert. Da kommt der 4H, jetzt muss ich schnell einknicken und schnell abhauen. Glück gehabt, er hat gegen Berg geschossen. Blicke auf die Minimap, was er macht. Und der 4H tritt jetzt weiter auf mich an. Das heißt, jetzt wieder Fersengeld. Ja, frontal wäre ich als T67 jetzt vielleicht nicht auf dem 4H angetreten. Das war jetzt, glaube ich, gerade doppelt gemoppelt. Ja, 4H scheint immer noch sauer auf mich zu sein. Und wird wohl an dieser Passage auf Alpha 7 versuchen, mich aufzumachen. Das macht er auch gut, der 4H. Er weiß, er hat eine stärkere Frontpanzerung als seine Seiten. Und in so einer Passage kann er mir halt super seine Front präsentieren und mich bearbeiten, während ich keine Chance habe, bei ihm durchzukommen. Natürlich, ich könnte Goldmunition nehmen, die habe ich jetzt auch drin. Aber auch das ist nicht ein 100% Garant. Ja, ich nutze jetzt hier wieder meine Geschwindigkeit und Beweglichkeit. Nähere mich wieder aus einer völlig anderen Position. Und hoffe, dass ich jetzt erstmal den AMX-13 oder den Hetzer aufmachen kann. Es ist etwas mühselig, sich hier hoch zu quälen, aber die Position ganz oben auf diesem Hügel, die ist es einfach wert. Das eigene Team kämpft da noch mit der Mathilda und jetzt ist der 4H bis dorthin angetreten. Jetzt ist das etwas problematisch. Ich muss jetzt ganz schnell hier am besten den Hetzer und die Artillerie rausnehmen. Und dann eventuell versuchen, die Flagge einzunehmen. Aber leider ist der 4H auch nicht so langsam, dass er nicht vielleicht auch noch zurückkommen könnte. Das muss ich gleich abwägen. Aber erstmal heißt es noch ein paar Gegner rausnehmen. Ja, schade. Ich hatte gehofft, hier die Artillerie aufmachen zu können. Dafür habe ich jetzt den Hetzer. Kriege ich die Kanone nicht runter? Ich werde natürlich panisch, weil gleich ist er weg.
bin ich natürlich offen und der Hetzer wird alles dafür tun, um auf mich zu wirken. Oder auch nicht. Jetzt hat er mich wahrscheinlich erspäht, aber ich bleibe auf der Seite drauf. 8 mm Seitpanzerung, butterweich. Da kann er auch nicht anwinkeln. Ja, jetzt versuche ich doch nochmal die Artillerie aufzumachen. Vielleicht stand sie hier hinter einem Haus, sodass ich sie aus der Ferne nicht aufklären konnte. Und muss jetzt auch langsam ein Auge auf die Uhr haben. Der Panzer 4H könnte wieder zurückgefahren sein. Nee, ist er nicht. Er befindet sich noch dort. Die Artillerie ist auch von dann. Jetzt die Entscheidung treffen, einnehmen oder nicht. Ich entscheide mich, den Panzer 4H hinterher zu fahren und möglicherweise hinter ihm noch die Artillerie rausnehmen zu können. Da spule ich mal ein bisschen vor. Ich habe jetzt Gold drin, falls der 4H zu mir zurückkommt. Dem ist nicht so. Und jetzt will ich einfach die lange Gerade dann versuchen aufzuklären. Kurz die Ferngläser auspacken, hat doch keine Zeit. Und hier kann ich ihn aufmachen ohne die Ferngläser. Dennoch gehe ich im Busch, um mich in Beschussposition zu bringen. Und die Artillerie hat es erledigt. So, Blick auf die Zeit, 3 Minuten. Da haben wir jetzt keine Zeit mehr, der Artillerie zu jagen. Könnte sonst wo sein. Deswegen meine Entscheidung hier, Flagge einnehmen. Flagge einnehmen, 1:40. Oder 1:50, wir müssen gleich mal drauf schauen. Aber wir müssen noch den ganzen Berg hoch. Wo die Artillerie hingefahren sein könnte. Sie könnte, als ich ganz oben auf dem Hügel war und mit dem Hetzer gearbeitet habe, könnte sie runter ins Tal gefahren sein und dann Richtung Wasser. Nur so könnte ich es mir noch mit erklären. Oder aber sie ist auf Alpha 0 gefahren. Ganz, ganz in die Ecke des Kartenrandes. Gibt es auch nochmal eine ganz kleine Senke. Und dort würde ich sie quasi nur aufmachen, wenn ich im 50 Meter Radius bin. Ja, die Zeit tickt. Wenn wir auch nur 1 Sekunde zu spät drin sind, bringt es nichts. Eine Minute 40. Wenn man keine gute Tarnung hat, einfach in Bewegung bleiben. Wenn man eine gute Tarnung hat, einen Ort aussuchen, wo man sich einfach abstellt. Und ich habe jetzt die Überlegung, ob die Artillerie vielleicht kurz vor Schluss noch dort oben runtergekippt kommt. Ich spule mal wieder etwas vor. Und das ist nicht der Fall. Vielleicht hat sie sich auch irgendwo auf die Seite gelegt. Man weiß es nicht. Das war's. Für den ersten Platz hat's gereicht. Gegen die Stufe 5. War etwas hektischer, aber man kann sich's halt immer nicht aussuchen. Ich habe schon Spiele auf dieser Karte in diesem Busch gehabt, wo beide Seiten sich sehr stark in den Stellungen befunden haben und es auf Alpha 1 nahezu überhaupt kein Gefecht gab. Dann ist es natürlich total überragend, dann kann man richtig viele Aufklärungsschaden sammeln. Dennoch, die Anfahrt, den Busch selber habe ich euch gezeigt und dass ich mal ein bisschen Schaden gemacht habe, war ja vielleicht auch ganz interessant. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Das Ergebnis findet ihr wieder in der Videobeschreibung. Gehabt euch wohl.